und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal habe ich mir eine Easy-Version von Tim Bensko Nur noch kurz die Welt retten ausgesucht. Wir brauchen für den Song die Akkorde D-Moll, A-Moll, ein kleines F, ein G und ein E7. Das ist der E-Dur-Akkord mit dem kleinen Finger auf dem dritten Bund der H- bzw. der B-Seite. Das Muster, das ich mir rausgesucht habe, das ist nicht ganz so einfach zu hören im Original. Liegt hauptsächlich daran, dass es von Schlagzeug und den Streicherarrangements so ein bisschen überladen wird. Deswegen habe ich eine leichte Version davon. Und zwar basiert das in der Strophe und im Refrain hauptsächlich auf dem D-Moll und dem A-Moll-Akkord. Die kommen immer zwei Takte. Und der D-Moll-Akkord, der wird zweimal angeschlagen, einmal down, up. Wobei der Abschlag ein bisschen länger klingt. Die 3, der dritte Schlag des Taktes, bleibt dann frei. Und dann kommen nochmal auf der 4 des Taktes zwei kurze Schläge. Also 3, nochmal, 3, 4. Und das gleiche passiert dann, nachdem das zweimal hintereinander gekommen ist, auch wieder mit dem A-Moll. Also auch hier. 3, 3, eigentlich relativ simpel soweit. Dann kommt irgendwann die Überleitung. Überleitung in den Refrain mit einem langen F, ein langes G, ein langes F und drei kurze Schläge auf dem G. Das ist diese Stelle. Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier gerade nicht entbehren. Aber keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Das ist die Stelle und dann geht's in den Refrain, da wieder hauptsächlich eben mit dem D-Moll und dem A-Moll gespielt wird. Bis zur Hälfte des Refrains und dann kommt eine Stelle, wo wir spielen müssen A-Moll, lange alle Seiten, dann zwei Schläge auf dem Diskant. Das hatte ich mal in einem anderen Video erklärt, also auf den hellen Seiten. Lang, kurz, kurz, dann das gleiche mit G, lang, kurz, kurz mit F, lang, kurz, kurz und nochmal mit F, lang, kurz, kurz. Also das. Passiert, denn es passiert so viel. Diese Stelle ist das im Song. Und zu guter Letzt haben wir dann noch diese Überleitung, beziehungsweise den B-Teil würde ich das nennen. Der basiert auf E7 und A-Moll. Die Welt, die Zeit läuft uns davon. Zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Und so weiter und so fort. Das ist eigentlich hauptsächlich immer nur ein Wechsel zwischen E7 und A-Moll. Und zwar spielt man immer E7, stoppen, noch einen Schlag und dann geht es beim A-Moll weiter. Wir zählen auch hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Und beim letzten Mal, bevor es dann wieder in den Refrain geht, bleibt der A-Moll offen klingen. Das heißt, die Welt seit uns davon zu warten, wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Kommt eine Pause, dann geht's wieder mit dem Refrain weiter. Ja, dann wünsche ich euch soweit viel Spaß beim Üben.